990. Jedi. 7. Jedi. Versuchen Sie nicht, diese Nummer von Deutschland aus anzurufen. Lucasfilm Games, Chester am Apparat. Wann kommt Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Haben wir doch schon gemacht. Das Spiel wurde doch schon von euch gespielt. Hell is in the Crew und Boris machen ja schon Überstunden. Was das Interessante ist übrigens, in dem Remake von Monkey Island 2 hat sie dann schon graue Haare, weil das so lange her ist. Ach, süß. Die achten echt auf alles. Wer denkt sich mal diese dummen Witze aus? Also für die Witze in der deutschen Version können wir nichts. Die hat sich der Übersetzer fast alle neu ausdenken müssen. Angeblich hat er oft über die nicht übersetzbaren englischen Witze geflucht. Ich kann das nachvollziehen. Wo kommen die kleinen Babys her? Sind Sie ein kleiner Perverser? Wir beantworten nur Fragen zu unseren Spielen. Warum sind Adventure-Spiele immer so teuer? Nach Abzug von Händlerrabatten, Mehrwertsteuer und Produktionskosten bleibt nicht viel übrig. Wie viel Geld hat mich dieser Anruf gekostet? Ihr Computer soll Ihnen das genauer ausrechnen. Was ist denn nun das Geheimnis von Monkey Island? Also, die Frage habe ich auch oft genug gehört. Es ist eine Überraschung. Warten Sie bis zum Ende dieses Spiels. Ich habe mich auf Dinky Island in Monkey 2 verlaufen. Aus dem Baum, in dem Sie gerade sind, gibt es nur zwei Ausgänge. Jetzt sollten Sie es aber rauskriegen. Oh. Toll. Ja, dann danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Nach Katharsis. Katharsis geht kurz vorm Ende schlafen. Das ist schon ein bisschen schwach. Das ist schon echt enttäuschend. Aber gute Nacht. Ha. Wir schaffen es noch. Das. Nee, da oben bin ich lang gegangen, ne? Es geht bestimmt nur noch höchstens eine halbe Stunde. Würde ich jetzt so sagen. Keine Ahnung. Da waren wir doch schon. Nein! Oder auch länger. Wir können noch mal zu Herman gehen oder so. Ich will erst in den Baum springen. Dann springen wir in den Baum. Er will den Baum nicht sprengen. Okay, wir gehen zu Herman. Der heißt übrigens Herman, nicht Herman. Er ist Herman. Herman! Herman. Herman. Martini-Glas, was? Wir haben ein Martini-Glas. Herman. Wie läuft's, Herman? Oh, hallo! Ich suche einen Schatz. Hast du hier was gesehen? Es gibt viele Schätze hier, gefundene und versteckte. Die Schönheit des Meeres zum Beispiel. Ah, ja, ja. Um genau zu sein, suche ich Big Whoop. Big Whoop! Das sagt mir im Augenblick nichts. Ich rate jetzt eine Farbe. Der Baum war blau. Blau? Nö. Ja, dann geh mal halt. Lavendel?
Aquamarin? Das gibt's ja nicht. Der verarscht uns doch eh nur. Aber wir haben doch jetzt das Martini-Glas. Achso, du hast es gefunden. Ja, dann nehmen wir Schnaps mit. Benutzt mal das Glas mit der Distille. Ist leer. Ich jag doch nicht den Papagei in die Luft. Katharsis zieht das jetzt durch. Ich würde morgen fragen. Ich werde morgen so lange schlafen. Ich nicht. Ich stehe um 9 auf. Oh. Was zum Teufel? Ich hab eine Hausarbeit zu schreiben. Die bis nächsten Donnerstag fertig sein muss. Dann viel Spaß. Irgendjemand hat das an Flaschenpost geschrieben. Dann gucken wir noch mal am Strand. Jetzt muss ich erstmal hier wieder rausfinden. Ja, das geht schon irgendwie von alleine. Da ist ein Steinhaufen. Im Steinhaufen ist bestimmt was drin. Was für ein Stein? Moment. Ja, du findest den jetzt sowieso nicht auf Anhieb wieder, oder? Nee. So, jetzt, wo ist hier eine Flasche? Geh mal den Strand weiter nach links vielleicht. Wo ist links? Ja, da! Geht nicht weiter. Ach so, da geht ja nicht weiter. Da ist die Flasche, oh. Hä? Ist hier eine Flasche? Der schafft es echt nicht, mit dem ganzen Zeug in seinem Inventar die Kappe von der Flasche aufzukriegen. Na, Miet. Ja, bestimmt. Echtstange. Der hat die jetzt einfach am Stein zerdeppert. Okay. Da ist eine Kappe, wo ich mit dem Kopf gegen geknallt bin. Sollte vorsichtig sein. Und wo ist, was ist mit der Flasche? Wo ist jetzt die Post? Nirgendwo. Komisch. Fliegt die jetzt irgendwo rum? Ist die rausgefallen? Ich guck grad schon, aber ich glaube nicht. Ziehe Flasche? Ich glaube nicht. Rede mit Flasche? Was kann ich denn damit machen? Ja, einfach mal die Frage beantworten, was können wir mit der Flasche machen? Wir wollen jetzt noch nicht den kompletten Lösungsweg wissen. Ich meine, ich bin zwar auch daran interessiert, das hier irgendwann mal hinter uns zu bringen. Aber ich will wissen, was die Flasche macht. Oh ja, den Sack schneiden. Gute Idee. Hurra! Jetzt nur noch den Sack finden. Den finde ich schon. Ah. Bin ja
Cracker da. Das ist Instant Cracker Mischung für leicht gesalzene Kekse. Einfach Wasser hinzufügen. Da können wir zum Teich gehen. Würde ich mal so behaupten. Ja, müssen wir die noch aufweichen? Irgendwie? Ja, habe ich doch gesagt, zum Teich. Achso, ach, du wolltest gleich zum Papageien. Nee, nee. Jetzt müssen wir noch Cracker backen für den scheiß Papageien. Ja, was machst du denn sonst, wenn du im Dschungel bist? Ich glaube, das ist zu viel Wasser. Benutze Martini-Glas, mehr Teich. Igitt, ich will nichts von diesen ekligen Schlamm. Oh. Ja, sollen wir Salzwasser nehmen, oder was? Das. Ja, die sind ja auch schon gesalzene Cracker, wird, glaube ich, nicht stören. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dieses Wasser ist zu salzig für die Cracker-Mischung. Hat jemand geschrieben, Martini-Glas plus mehr. Ach, destillieren. Destillieren, genau. Jetzt ist es nur noch hier. Zack. Das sollte wohl fast alle Salz rausgekriegt haben. Ah, oh, Cracker! Nom nom nom. Hier, Polly will einen Keks. Polly kriegt einen Scheißkeks. Komm, lauf weiter, du dummes Bild. Ich soll zum Dinosaurier. Gut, und dann? Zum Teich zum Dinosaurier. Muss ich noch mehr machen? Wahrscheinlich. Okay, also nach Osten. Okay. Weiß ich nicht. Du kannst. Ich würde es erstmal nicht machen. Nicht? Aber ich würde trotzdem Cracker machen. Wozu? Für die lange Reise. Nein, keine Cracker-Mischung mehr. Also nach Osten. Ich war doch nicht Fiona. Ich sehe doch nicht aus wie Skeletor, ey. Skeletor ist cool. Also nach Ost. So, hier ist der Teich. Und jetzt nach Osten, ne? Dinosaurier. Dann muss es hier drin. Also dann also würde ich auch sagen nach Osten, nach der Weile, genau. Ja, und jetzt... Dinosaurier? Achso, wir sind immer noch nicht da. Okay. Da ist der Dinosaurier. Dann? Nach Norden, ne? Nach Norden, genau. Hier ist ein Delfin. Dann weiter nach Norden. Hier ist ein Steinhaufen. Ah, der Papagei. Okay. Polly ist süß. Ja, da bin ich ja jetzt. Und vom Dinosaurier zum Steinhaufen, den haben wir doch. Warte mal, benutze Schaufel vielleicht? Ja, das, wir sprengen den jetzt. Oh, ja, das macht noch Sinn. Ergibt Sinn. Oh, ist ja egal. Hört ja eh keiner zu. Mit Papagei? Warum kann ich den Steinhaufen nicht nehmen? Nee, einen Cracker habe ich nicht mehr. Haben wir irgendwas anderes, was wir mir noch anbieten können? Keine gute Idee.
mit Streichhölzern und dann sprengt man einfach die Gegend. Was für eine Kisten bei Hermann. Schaut mal. Ich bin dafür, dass wir trotzdem erstmal Streichhölzer mit Dynamit versuchen. Na gut. Das ist das letzte Streichholz. Ja. Ja gut, dann gehen wir halt nochmal zum Strand. Finden dann wieder hin. Ja doch, Osten und Norden, also kann man sich schon... Ich steck den Vogel in eine Flasche und zieh das dem Alten über den Kopf. Sehr gut. Ja toll, es gibt einen Cracker, den muss ich jetzt in dem Dschungel finden, oder was? Na, am Strand hat er gesagt, Kisten und so. Ja. Sorry. Nur, ja, lach ruhig, lach ruhig. Du wirst schon sehen, was du hast. Okay. Oh Gott. Das Spiel macht mich kirre. Ja, wir spielen es ja jetzt auch schon 6,5 Stunden bald. Aber ich finde, wir liegen gut in der Zeit. Ja, ja. Boah, ich kann ihn nicht aufmachen. Anchovies. Hey, da ist ein Cracker drin. Oh. Dann gehen wir mal zurück zu dem Beispiel. Oh Mann. Nach Wosten. Boah, wir haben gleich schon 2:30. So, Pipatz. Kriegst du da einen verfluchten Keks? Keks in den Hals. Geh nach Osten von dem Stein zum X. Was? Achso, geh nach Osten von den Steinen zum X. Okay, das kriegen wir hin. Einfach nach Osten gehen. Oh. Oh, du meinst diesen Schatz. Warum hast du das nicht gesagt? Ich gehe dem gleich an die Gurgel. Du hättest die Abkürzung nehmen können, wie ich. Abkürzung? Du Arschloch. Was? Heftig. Achso, da hinten ist jetzt irgendwie die Abkürzung hinter ihm, oder wie? Ja. Das ist das zweitgrößte X, das ich kenne. Was ist denn das größte? Das ist ein alter Running Gag. Du weißt doch, der Affenkopf in Teil 1 war auch der zweitgrößte Affenkopf, den er je gesehen hat. Da ist Zement. Oh. Wer zementiert sein doofes Dingbums da ein? Ach, wir haben ja Dynamit. Ja, sag ich ja. Wir haben ja Dynamit. Hörst du mir überhaupt noch zu? Nein. Großer Gott! Das kam aus der Richtung von Dinky Island. Woher weiß sie, wo Dinky Island liegt? Dieser Idiot hat doch tatsächlich den Schatz meines Großvaters entdeckt. Ich muss sofort darüber. Ach, sie wusste, wo Big Whoop ist. Da wären wir wieder ganz am Anfang, was? Muss der Schatz von Big Whoop sein. Ist aber ein ganz schön kleiner Schatz dafür. Mit dem Faden? Mit der Angel? Da ist die Angel. Das wäre nicht sportlich fair. Ernsthaft jetzt? Schmeiß den Affen rüber und der schmeißt dir den. Ich glaube nicht, dass das da genug Halt hat.
So. I'm a genius. Ey, das hat ja auch einer geschrieben. Nein, ich bin davon allein jetzt drauf gekommen. Ich habe da gar nicht drauf Mann, oh. Ich glaube dir das auch. Außerdem haben wir gesagt, wir bitten um Tipps. Und jetzt waren wir wieder am Anfang. Ja. Und ich frage mich, wie sie da so schnell hingekommen ist. Ja, wieso? Er kann doch da schon eine Weile hängen. Meinen Sie, man hält so lange durch? Ja, er schon. Und etwa 3 Tage später tauchst du hier auf. Hilfst du mir jetzt? Mein Arm wird langsam. Wenn du jetzt deinen Mund hältst, das ist sicher die längste Geschichte, die ich je gehört habe. Und jetzt fällt er runter. Es ist so gut. Oh, hoppla. Ich würde sagen, wir haben das letzte Streichholz. Kann ich nicht. Ja, dann laufen wir ein bisschen rum. Andere Seite. Irgendwas wird doch hier sein. Warte mal, da war's. Kannst du sie öffnen? Mit der Brechstange? Die ist ja jetzt noch oben. Typisch. Hä, was war da im Inventar? Achso, das war die Karte. Sorry, ich hab die irgendwie nicht erkannt gleich. Ein bisschen dunkel hier. Weiter hoch, was haben wir noch? Ich meine, im Inventar. Irgendwas im Inventar müssen wir bestimmt machen. Mit der Schaufel vielleicht die Kiste öffnen? Also ich kann das nicht schaufeln. Richtig. Benutze Strohhalm. Mit Guybrush. Das will ich nicht saugen. What the fuck? Warum kann er eigentlich das Streichholz wirklich nicht benutzen? Schau an, Streichhölzer. Es ist natürlich schlau in so einer... Benutze Streichhölzer. Mit was denn? Mit Liebesbombe oder was? Da sind keine mehr drin, wir haben keine Streichhölzer mehr. Zünde den Affen an. Als lebendige Fackel. Eine Tür oder so, wo du raus kannst. Da war doch irgendwas, oder? Oder täusche ich mich? Oh, nee, du bist gekommen. Oh mein Gott. Ich glaube, Guybrush ist tot oder so. So ist wieder hell und beide Beine gebrochen oder so. Was soll ich mir denn auf den Splitter einer zerbrochenen Truhe? Ja, wenn die zerbrochen ist, ist vielleicht was rausgefallen, Idiot. So ein kleines Feuerchen machen. Nee, benutze die Streichhölzer mit dem. Ja, geht ja nicht, ich hab ja keins mehr. Sind gar keine mehr drin. Na toll, wir haben nur noch die Packung. Ja. Ja, das war die Schatztruhe. Warte mal, da war irgendwas. Da war Lichtschalter. Drück ihn. Drück ihn! Oh. Ah! Hallo, Guybrush. Hallo, LeChuck. Diesmal entkommst du mir nicht. Ach, da sind wir wieder. Ich bin dir schon einmal entkommen, das ist einfach. Nicht so schnell. Selbst wenn du entkommen solltest, werde ich dich immer wieder finden. Wir sind aneinander gebunden. Wie Kaffee und Dosenmilch? Nein, das trifft es nicht.
eher wie Brüder. Hä? Ich bin dein Bruder. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Skywalker entsprechen. Das ist das Original. Ich kenne deine Gefühle. Du weißt, es ist wahr. Nein! Das ist noch eine kleine Überraschung für dich. Das kommt mir alles so bekannt vor. Ja. Doch nicht etwa ein neues Spiel für mein Nintendo? Zum einen habe ich einen Sega, zum anderen nein. Das ist doch nicht der Bruder. Ich weiß auch nicht genau, ob es Kanon ist. Ich glaube, das ist Quatsch. Toll, dass du Akupunktur gelernt hast, aber ich fühle mich eigentlich wohl. Akupunktur nah dran. Das ist eine Voodoo-Puppe, mit der ich dich jetzt foltern werde. Elaine ist sowieso der Voodoo-Meister gewesen, hat verarscht. So, ich Schmerzen schleudern werde. Was ist mit Elaine? Sieh zu. Das ist bestimmt seine eigene Voodoo-Puppe. Nee, ich glaube, den Schmerz hast du. Ah, verdammt. Das wäre aber voll so hier eine Story-Wendung. Sind wir jetzt fertig? Nein, ich mache jetzt das. Autsch, okay, es ist doch. Es war ja atemberaubend. Komm, wir spielen noch eine Runde, oder? Autschi. Bitte, nicht mehr. Okay, Zeit für deinen Trip in die Dimension unendlicher Schmerzen. Au, 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 ei. Tod immer. Bin ich diesen lästigen Feigling Guybrush los. Hey, ich lebe ja noch. Hä? Ich dachte schon, das war's. Hoppla. Seltsam. Da muss was mit der Puppe nicht stimmen. Sie sollte nicht in eine andere Dimension anderes schleudern. Nun, dann probieren wir es noch einmal. Oh nein, das ist nicht nötig. Ich, okay, was liegt da? Eine Eintrittskarte. Okay, Ziel ist, wir haben eine Voodoo-Puppe von Lago, die müssen wir jetzt irgendwie umbauen, glaube ich, zu einer LeChuck-Voodoo-Puppe. Aber der würde ich jetzt auch die ganze Zeit verfolgen, wir haben also nicht viel Zeit zum Rumstehen. Die ist aber nicht mehr da. Noch ein Neubau. Ja, dann lauf mal los. Helium. Oh nein, der alte Grog-Dings. Der ist übrigens auch in The Cave da, also im neuen Spiel von, ne? Den Ron Gilbert. Immer die Münze mit. Nicht, dass wir schon genug Münzen hätten, aber... Oh, oh. Ja, die passiert im Endeffekt nichts, aber es ist halt nervig, weil du nichts in Ruhe machen kannst. Der taucht halt immer wieder auf. Oh, da sind die toten Eltern. Ach du meine Güte, das sind meine Eltern. Nimm mal einen Knochen mit, was sehen was. Ja. Papi sieht etwas gelöster aus. Öffne die Schublade. Eine Spritze.
Das hätte auch irgendwas mit Voodoo heißen können, oder? Das Spiel. Ja, schon. Aber Voodoo spielt ja auch eigentlich in jedem Teil eine große Rolle. Im ersten war es ja auch Voodoo-Malzbier. Wo wir gerade beim Thema sind. Na, öffne die Kiste. Öffne die Kiste! Oh, Malzbier, schon mal gut. Finde ich auch. Bin ich auch, welches auch sehr viel zu haben. Schönes, kaltes Malzbier jetzt. Ich meine gegen die Chuck. Da waren wir schon. Geh mal in den, zum Elevator. Warte mal. Oder okay. Ach, willst du erst noch die Münze holen? Ja. Ach so. Dann fahren wir den Fahrstuhl vielleicht Warte hoch. Warte mal, er sagt, ich soll den Müll durchsuchen. Welchen Müll? Eisenbahnschienen? Können wir mit irgendwas hochgreifen, außer mit Angel? Ich weiß auch nicht, was ich hier will. In dem Raum, wo die Eltern sind. Okay. Also. Ah, jetzt habe ich weggedrückt. Momentchen so. Ist doch gar nichts. Na, nimm. Ah, nee, auf der anderen Seite. Ist doch noch ein Mülleimer. Von, auf der anderen Seite, ja. Ja, genau. Ich hab ihn gesehen. Oh. Aha, recht. Wie fein ist das, so ein wenig nicht wütend bist. Oh, scheiße. Keine Ahnung, was wir mit dem Dosenzeug sollen. Wie gesagt, jetzt bauen, aber ich weiß auch nicht genau, wo wir alle Zutaten. Wir haben zumindest schon mal die Knochen, das war ja einfach, aber. Die Kiste irgendwie öffnen? Oder den Fahrstuhl, den Hebel benutzen, ja. Ich glaube, das hat's rausgeht wieder. Ich bin wieder da, wo ich sonst war. Sonne konnte noch nicht fahren. Ja, ich weiß ja noch, was draufsteht. Wir brauchen Körperflüssigkeit, wir brauchen was vom Kopf, wir brauchen Knochen und wir brauchen was für Körperflüssigkeit, was vom Kopf, Knochen und was vom Faden. Also irgendwie was Klamottenmäßiges. Oh, hat er echt das gibt's ja nicht. Das ist voll nervig, das Ende. Das ist. Dann wird aber bei Teil 3 auch nicht besser. Oh Gott. Hallo? Will er mich verarschen oder was? Aber du konntest eben noch was machen, als er reinkam? Nein. Wenn er jetzt schon wieder da kommt, dann raste ich aus langsam. Wieso geht die Tür nicht zu? Wahrscheinlich 450 ist es noch... Kilo? Vielleicht ist es zu viel oder so? Drücke die Kiste? Breche also dann auch nicht mehr. Nee.
Ja, dann geh wieder raus. Den Affentext. So. Nur noch LeChuck besiegen, danach kommt er nichts mehr. Ja, das muss ich erstmal schaffen. Oh nein, das ist schon. Es ist Voodoo-Time. Ach Mensch, ey. Ich würde sagen, geh nochmal in den Raum mit dem Automaten. Und steck die Münze nochmal in den Automaten rein. Ne, war das hier? Ja. Ja. Und dann lass sie nochmal rauskullern dann. Und lass sie einfach liegen. Mit Münzschlitz oben. Und wenn er jetzt kommt, stürze ich mit der Spritze auf ihn. Ich kann nichts drücken, warte. Scheiße, Mann, die ist ganz offen. Nein! Ich war zu spät. Aber nächstes Mal. Oh Gott. Ah, oh, das gibt's echt nicht. Der ist hier schlimmer als bei Haunting Ground die Verfolger. Ja, genau. Oder wir machen was mit seinem Hintern. Komm, auf geht's. Okay, drück nochmal den Münzschlitz. Ich habe noch nicht mal die Zeit, um da hinzukommen oder irgendwas zu machen. War das hier? Nein, das kann ich nicht. Noch ein, glaube ich, ja. Der muss mir auch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Wenn er kommt, nimmst du seine Unterhose, dann haben wir was im Faden, weil die guckt nämlich raus. Alles klar. Oh mein Gott, ich dachte, der Faden reicht. Ich wollte doch nicht seine Unterhose. Die Puppe, vielleicht der Teddy, der da oben hängt. Aber wie soll ich da dran kommen? Vielleicht hinten in einem der Schubkästen oder sowas? Ja, die klemmen ja. Wir machen eine Puppe, indem wir mit der die Heliumflasche, wir pumpen einen Handschuh auf und dann kriegt das doch Form von so einer Puppe. Du bist brillant. Ein Helium-Handschuh haben wir schon mal. Was brauchen wir noch? Die Spritze oder was? Ist noch irgendwie irgendwas irgendwie noch aus dem rausspritzen. Das. Wenn er kommt, hau ich ihm direkt die Spritze rein. Na? Sonst kam der jede 3 Sekunden. Ich weiß nicht, ob du. Nur mal gucken, aber jetzt kannst du nichts machen. Mist. Ich komm gar nicht in den Rand. Aber du könntest, wenn er. Wir versuchen es nochmal mit der Münze. Wenn er sich nochmal bücken sollte, dann spritzen wir ihm noch. Also dann holen wir noch was mit der Spritze raus bei ihm. Brauchen sein Blut. Brauchen wir eigentlich beide Handschuhe mit Helium? Weiß ich nicht, glaub nicht. Ich mach das trotzdem mal lieber. Ob das mit der Münze noch klappt. Ach, da war das. Ist ja gerade.
Mal kommen. Ich glaube aber nicht, dass er sich nochmal danach bückt. Ja, mal sehen. Okay, also sind die Handschuhe wohl nicht für die Puppen gedacht. Schade eigentlich. Ich fand meine Idee gut. Aber wir müssen. Vielleicht können wir mit den Heliumballons zu den Puppen fliegen und die dann abpflücken. Okay, dann haltet euch nochmal die Spritze bereit. Oh Mann, ich glaube, der kommt nicht. Genau, Bee Gees. Oh, da ist er ja. Scheiße, Mann. Oh, gebrüllt. Kann ich nicht. Der macht das immer viel zu schnell. Im Raum mit den Kisten, die Kisten untersuchen? Ja, aber da hatten wir doch Malzbier her. Mehr drin. Ah, okay. Und okay, dann noch die anderen Dolls. Guck mal, da überall Dolls draufsteht auf den ganzen Kisten. Oh. Wir haben einen Ballon. Oh, jetzt haben wir auch Puppen. Eine unpersönliche Voodoo-Puppe, die zufällig genauso aussieht wie LeChuck. Mensch. Welch Zufall. Vielleicht können wir ihn mal mit Malzbier drohen, wenn er kommt. Könnten wir. Wahrscheinlich musst du ihn mit dem Ballon irgendwie den zum Platzen bringen. Haben wir noch die Nadel und dann fällt ihm vielleicht ein Haar aus oder sowas? Wenn er kommt. Nadel meine ich jetzt aus die Spritze? Hab ich. Die Spritze wie so speziell vor, als dass wir dafür irgendwie. Wir hatten auch noch Nadeln. Nee, okay. Dann ist es jetzt gut mit Spritze. Wenn er kommt, dann wird er sehr, sehr viel Aua haben. Das ist auch eine coole Idee, was wir welche haben, die mit dem Malzbier in die Handschuhe zu füllen, die als Wasserbombe zu nehmen und dann ist es wieder das magische Malzbier auf ihm. Sehr cool. Soll in den Fahrstuhl gehen, aber Heliumballon. Heliumballon. Ja gut, aber vielleicht fällt er in dem Raum nicht mehr auf den Trick rein. Muss man jetzt irgendwie sich andere Tricks suchen. Oh, da ist er ja. Ich hasse laute Geräusche. Was? Wieso tust du das nicht? Oh, er tut's nicht. Lass ihn doch nicht mit dem blöden LeChuck. Also, mal zum Fahrstuhl halt. Viel bummelst. Was? Alte Bummeltante. Ich versuche das nur hier weiterzumachen, irgendwie. Oh Mann. Ich bin schon langsam sehr müde. Aber ich will das jetzt noch durchspielen. Der Katharsis ist mal schon früher gegangen. Da ist er ja schon wieder. Warum tust du das nicht? Oh. Ah. Oh, oh, oh. Ah, das kommt irgendwie wirklich bekannt vor. Oh, wie schön. Und alles fügt sich zusammen. Oh,
ein Zirkus. Ich liebe Zirkus. Ein Abspiel. Wegen Renovierung geschlossen. Aber gut, ist es gegenwärtig, dass du gleich nach dem Hebel gegriffen hast? Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe das jetzt als Verzweiflungstat getan. Aber... Ist nur das... Ist... Oh, ich glaube, das ist nur... Hier. Toll, und jetzt kann ich hier vielleicht in Ruhe irgendwas basteln? Ich glaube, das könnte vielleicht die sichere Zone sein. Oder auch nicht. Warte mal, vielleicht kann ich mit dem Malzbier alles verkleben. Scrollen wir da noch mal hoch. Wir müssen ja das irgendwie... Was haben wir noch alles? Weiter runter. Warte mal, Voodoo-Tasche? Die Voodoo-Tasche. Pack da mal alles rein. Ah, super. Oh mein Gott, weil das die Eltern... Weil er ja der Bruder ist. Oh mein Gott. Wie bekloppt. Die Spritze kann ich dazu nehmen. Scroll doch noch weiter runter, bitte. Weil der ging es doch noch weiter. Ja. Tara und die. Okay, eine. Was jetzt fehlt halt noch die Körperflüssigkeit. Der spuckt doch mal beim Sprechen. Können wir das irgendwie auffangen oder so? Haben wir irgendwas dafür? Vielleicht sollten wir ihm das Malzbier zu trinken geben. Oder mit die Flasche hinhalten, dass er da reinspuckt. Oder. Gehen wir doch nicht zurück. Ja, so viele Körperflüssigkeiten gibt es ja auch nicht, die wir da verwenden können. Der Schrecken ihn. Geh nochmal zum Lichtschalter. Was soll er dann machen? Rotzen oder was? Ja, sich in die Hose machen. So. Will er nicht. Oh. Na gut, dann nimm dies, Bruder! Nichts passiert. Malzbier funktioniert nur bei Western Guybrush. Aber ich bin wieder auferstanden und kein Geist mehr. Ich darf das kurz vorführen. Wir haben schon noch eine kurze... Wenn er kommt, benutzt das den Heliumballon auf dich selbst und dann bringen wir ihn zum Lachen und dann spuckt er vor Lachen. Alles klar. Er kommt. Müssen wir vielleicht in die Tüte rotzen? Aber das macht ja keinen Sinn. Brauchen wir was von ihm. Ja, das mit den Ballon reinpieksen habe ich schon versucht, aber es will Guybrush nicht, weil er laute Sachen nicht gerne hört. Oder wir haben noch das grüne Getränk, dann rotzt mal ihn an und dann rotzt er zurück. Ich will das aber erst mit dem Ballon probieren. Jetzt kommt er wieder nicht, der Arsch. Das Helium ist in allen dreien.
Steinela. Hat nichts gebracht, okay. Okay. Als nächstes, was habe ich gerade gesagt? Anrotzen. Haben wir noch das grüne Zeug? Ich muss mal gleich gucken, warte. Nein! Erstmal den Ballon wieder auffüllen. Mann, oh, du nervst. Hau ab. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich glaube, den braucht man nicht mehr, oder? Den Fahrstuhl? Oder willst, ach, du willst nur Ruhepause, um kurz nachzudenken? Ja. Klick mal durch, was haben wir noch? Jetzt mal ganz entspannt und. Mein Bild klappt nicht. Ja, warte. Die nächsten zwei Zeilen. Die Liebesbombe wird wahrscheinlich auch nicht klappen. Asche zu leben. Den Affen. Ganz klar. Oder wir bitten ihn, in den Strohhalm einmal Speichel abzugeben oder so. Keine Ahnung. Ja, oder du haust ihm tatsächlich den Streuer da ins Gesicht, den wir noch haben. Okay. Toll. Oh mein Gott. Den Streuer, bam! Vollen. Nein! Moment, ich war nicht vorbereitet. Ich wollte doch gerade. mit der zerbrochenen Flasche abstechen. Oh Mann! Jetzt! Dafür ist es nicht gemeint. Habt ihr das Taschentuch von Stan? Ja, ich glaube schon. Taschentuch von Stan? Ja. Das Taschentuch gegeben? Oh mein Gott, ich komme gar nicht dazu. Kann ich bitte mal in meinen Inventar gucken? Heftig. Gib den Affen Zucker. Oder ein Bier. Oder ach, da ist. Dann geben wir ihm einfach das Taschentuch, wenn er kommt. Und dann kann er sich ja die Nase putzen. Naja, doch. Ich bin das. Ich glaube, der. Das wäre Monkey Island Humor zumindest. Ja, das Malzi muss nicht zwangsläufig was haben. Ich meine, wir haben auch immer noch, glaube ich, die Orgel bei uns. Ja. Und die Kettensäge ohne Benzin. Gleich schon 8 Stunden oder 7 oder so. Ja, 7 Stunden Spiel, 8 Stunden skypen wir schon. Wow. Krass. Jetzt das kommt der Drecksack nicht, oder was? Ich komm da immer, wenn du ihn brauchst, kommt er ja nicht. Dann geh halt raus. Komm schon, Richard, komm schon. Ja, lauf noch ein bisschen rum. Das da ist er. So. Hier, nimm dies. Ja, ich doch, gib ihm das einfach. So viel wollte ich nicht. Wenigstens haben wir jetzt schon mal das. Und jetzt können wir hochfahren und alles kombinieren und dann ist alles super. Irgendwo anders machen. Einfach das Ding in die Tüte stecken. Und ordentlich schütteln. Nee, du hast das noch nicht reingepackt. Doch. Echt? Super, und mit der Spritze können wir da reinstechen. Ah, jetzt musst du ja auch noch. Ah. Ha! Bam! Das nicht schlecht, Guybrush. Aber auch nicht gut genug, um mich aufzuhalten.
Und ja, ja. Jetzt können wir aber gehen, oder was? Ach, du bist's. Was, das schon wieder? Oh, sieh nur, wie ich zittere. Über dich und deine Mini-Voodoo-Zauberei lache ich doch nur. Ha! Weißt du, diese Puppe erinnert mich an eine dehnbare Gummipuppe, die ich mal hatte. Ich glaube, du musst dir wirklich das Bein abreißen. Oh mein Gott. Sei mal ein bisschen brutal. Was wohl passieren würde, wenn ich der Puppe ein Bein abreißen würde? Au, ai. Der Arm gleich mit. Ah. Der kann doch nicht mit seinem eigenen Bruder so umgehen. What the hell? Guybrush. Was? Komm hier rüber. Also so blöd bin ich jetzt auch nicht. Aber ich will, dass du meine Maske abnimmst. Ey, das ist so bescheuert. Und das wahre Gesicht deines Bruders siehst. Vergiss es, ich komme keinen Schritt näher. Aber du musst mein wahres Gesicht sehen. Keine Chance, damit du mir die Gedärme rausreißt? Gurgel. Nein, ich verspreche es. Bitte komm her und nimm die Maske ab. Bein oder kein Bein, dir traue ich nicht weiter, als ich dich werfen könnte. Ich sag dir, ich lieg im Sterben. Nimm die Maske. Oh Mann, nein, ich will da nicht hin. Das ist doch wieder so ein bescheuertes Tricksende, ey. Na gut, ich komme ja schon. Lass mich töten. Sei vorsichtig, nimm die Maske ab. Wer zu der Seite gegangen, wo kein Arm ist. Mein Gott, du bist Otis? Nee, mein böser Bruder Chucky. Hat er gedacht, ich mache Witze? Nein. Das ist so blöd, ne? Das ist so blöd. Es ist ganz gut, dass Ron Gilbert danach die Spiele nicht mehr weitergemacht hat. Warum hast du mich die ganze Zeit gejagt? Dieses idiotische Ende einfach fallen gelassen. Mutter hat gesagt, ich sollte dich suchen gehen. Das ist jetzt das Ende? Als Mutter sagte, mich zu suchen, erwähnte sie das Wort töten, oder war das deine Idee? Aber Guybrush, könntest du mir helfen? Kleb das Bein wieder an die Puppe, okay? Versprichst du, mich dann endlich in Ruhe zu lassen? Na gut, ich verspreche es. Na, ihr Kinder, ihr solltet hier nicht rein. Ich habe mir gerade die Hand vor meinen Kopf gehauen, ja? Was geht hier vor? Wir halten dir eine Standpredigt, weil du davongelaufen bist. Mutter und ich waren sehr besorgt. Danke, dass du nach deinem Bruder gesucht hast, Chucky. Ihr Jungs habt doch nichts angestellt, oder? Chucky wollte es nein so. Gut. Ich wünschte, du würdest nicht so sorglos sein, junger Mann. Wir waren krank vor Angst. Du weißt nie, was für Mörder und Sklavenhändler sich an solchem Ort rumtreiben. Ich bin Guybrush Threepwood, der mächtigste Pirat. Darum brauche ich mich nicht zu sorgen. Natürlich, Kleiner. Aber sei vorsichtig. Nun, dann gehen wir mal. Wir waren noch nicht auf der Wildwasserbahn. Prima.
Und wir sind in Big Whoop. Ich versuche gerade nicht zu weinen, weil das Ende so furchtbar scheiße ist. Ende ist auch wirklich extrem scheiße, das stimmt. Was soll das? Ich meine, war jetzt der erste Teil auch eine Lüge? Nein, sag mal so, man hat es zum Glück danach so gedeichselt, dass LeChuck einfach ein Meister der Illusion ist und das war's. Und da bin ich auch, wie gesagt, ich bin sehr froh drüber, dass das fallen gelassen wurde, der ganze Mist. Weil Monkey Island 3 ist einfach mal so geil. Okay. Das ist aber irgendwie auch so eine Adventure-Krankheit. Ich meine, von Simon the Sorcerer 2 war das Ende auch beschissen. Obwohl das Spiel so gut war. Und das Spiel Monkey Island 2 ist ja gut, bis auf das Ende. Außerdem sieht der Big Whoop, ja, mag da so aus wie, Booty Island. Ja. Oh, das ist so furchtbar. Ja. Was? So, ah. Lena, dann gib doch dein, ich jetzt nicht nur auf das Ende bezogen, sondern das ganze Spiel doch mal deine Einschätzung. Es war auf jeden Fall echt cool. Und, mir hat es sogar besser gefallen als der erste Teil irgendwie. Ja, das geht mir auch so. Vielleicht sollte man es nicht an einem Stück spielen. Gute Idee, das stimmt schon. Aber ansonsten, außer das Ende, was ich irgendwie voll scheiße fand, war es ganz cool. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und ich finde die Witze mal toll. Dann würde ich sagen, nächste Woche fängst du mit Monkey Island 3. Uff, eigentlich hatte ich das ja nicht vor, aber... Wirst du es ja trotzdem machen. Oh. Ist das immer noch in 2D? Ist aber mehr Cartoon, Zeichentrickgrafik dann. Okay. Das ist ja auch dann schon, glaube ich, 6 oder 7 Jahre später erschienen. Ah, nee, das ist 1991. Ich glaube, Monkey Island 3 kam 1998, also 7 Jahre oder sowas. Okay, das ist was Sinnvolles. Ich tue gleich was Sinnvolles und gehe erstmal schön schlafen. Ich spiele keinen Federball oder wasche mein Auto noch. Nicht um 3 Uhr nachts. Ich mache eine Funkband auf. Funkey. Das ist... Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Ja, tust du ja schon. Vielen Dank, dass du da mitgemacht hast so lange. Ja, ich wundere mich auch. 7 Stunden, das war schon krass. Und ich danke nochmal an die Leute, die eine Kuh... geholfen haben, wenn wir nicht weiter wussten und dass sie überhaupt so lange dann durchgehalten haben hier. Schon krass. So brauchten wir Handschuhe. Zum Helium einatmen und lustige Luftballon-Handschuhe haben. Vielleicht hat er wirklich zu viel Gas eingeatmet oder so. Ja, ich freue mich dann auch, dass alle dabei noch waren. Krass. Das, ja, ich hab's durchgespielt, heftig. An einem Tag. Jo. Das mache ich jetzt auch mal zu. Und dann sehen wir uns irgendwann später. Zum nächsten Livestream oder in den Videos. Und dann noch eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf euch allen. Ja, wünsche ich dir auch und auch dem Rest. Und hier laufen noch weiter die lustigen Vorschläge. Ja. Viel Spaß dann. Ich weiß noch nicht, ob ich Monkey Island direkt nächste Woche oder so anfange. Vielleicht mache ich das auch erstmal ein bisschen später. Oh. Das war jetzt erstmal so viel Monkey Island auf einmal, dass ich erstmal ein paar Wochen Pause brauche davor. Mit Teil 4 machen wir auch in einer Nacht, ja? Ey, sonst noch was? Obwohl, nee, Monkey 4 hat ja... Oh Gott, Monkey 4 hat ja Monkey Combat, oh, das wird grauenhaft. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt hier auf YouTube hochladen soll. Ich bade meinen Lego an. Ich weiß nicht, ob ich das hochladen soll, weil die Datei, also jetzt sowieso nicht alles auf einmal, das wäre schon krass, so 7 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dann hochladen würde. Aber, weiß ich nicht.
Ja, dann kannst du ja mal dann so lange in Urlaub fahren, wie das hochlädt. Ja. Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Ich fütter einen Pelikan. Ich lieg faul in der Sonne um 3 Uhr nachts und löse dabei ein Kreuzworträtsel. Nee, ich werde mal gucken, ob ich das hochlade, muss ich mir noch überlegen. Und wenn, dann kommt es vielleicht ein bisschen später. Ja, oder du teilst es halt nochmal in 3 Teile oder sowas, geht ja auch. In 3? Ja, oder mach halt 4, es waren auch 4 Kapitel. Ja, dann teile ich das in 4 Kapitel. Dann sind es zwar richtig lange Sachen, so 2 Stunden mäßig, aber wenn man sich unbedingt anschauen will. Das zweite Kapitel war ja ewig lang halt. Ja, vielleicht teile ich das nochmal oder so. Irgendwie mache ich das schon. Okay, jetzt fängt es, glaube ich, so nochmal von vorne an. Ja, aber war ein super Spiel, irgendwie hat mir richtig gut gefallen. Oh, Spaß gemacht nochmal. Jo. Dann würde ich mal sagen, haut rein, geht schlafen, schlaft euch aus und spielt das Spiel selber oder was auch immer. Okay. Ich gehe. Tschüss. Tschüss.